Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin und ich beschäftige mich zurzeit mit dem Distance Learning oder Fernlernen oder wie immer Sie das nennen wollen, wenn die Lehrer sich nicht am gleichen Ort befinden wie die Schüler. Okay, wie geht das? Naja, es gestaltet sich etwas kompliziert, aber es wird natürlich deutlich vereinfacht dadurch, dass man heutzutage in der Lage ist, kleine Videos aufzunehmen, die entsprechend aufzubereiten und dann den Schülern zur Verfügung zu stellen. In diesen Videos können wir das Material zeigen, wir können die Aufgabe vorstellen, wir können selbst kleine Vorträge halten. Und für diesen Zweck eignet sich hervorragend das OBS Studio. Und auf das möchte ich jetzt in diesem kleinen Vortrag eingehen. Und zwar für die Schnellen. Ja, also ich werde das hier nicht in aller Ausführlichkeit machen und auch nicht zeigen, wie man das Ding installiert, sondern einfach nur mal zeigen, von welcher Seite lade ich mir das runter, welche Möglichkeiten gibt es damit, wie stelle ich mir die entsprechende Aufgabe vor und wie hat die denn auszusehen. Also das ist jetzt einfach eine Anregung für Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht jetzt ähnlich handhaben wollen, weil sie vielleicht auch, wie ich, davon ausgehen, dass wir mit diesen Lockdowns noch ein Weilchen beschäftigt sein werden. So, da sind wir. Wir sind auf der Homepage von OBS Studio. OBS steht für Open Broadcaster Software. Das heißt, man kann mit dieser Software sogar streamen und quasi seinen Unterricht sozusagen ins Internet senden. Damit könnte ich jetzt also Hunderttausende gleichzeitig unterrichten, wie es zum Beispiel dann YouTuber tun, um ihre Inhalte zu vermitteln. Ja? Also diese Open Broadcaster Software ist für jedermann leicht zu bedienen, wenn er sich damit ein bisschen beschäftigt. Probleme kann es geben, wenn man im PC mehr als eine Grafikkarte hat. Wie man diese Probleme dann behebt, das ist im Internet verfügbar. Also gehen Sie erstmal davon aus, dass Sie sie einfach installieren und es sofort funktioniert. Zumindest auf den Billiggeräten, die nur eine Grafikkarte haben, wird das der Fall sein. Wenn eine Webcam drin ist, dann kann man diese dazu benutzen, um sein Bild auch mit einzublenden in dieser Aufnahme. Ich habe das jetzt ganz klein in der Ecke. Ich könnte es jetzt auch größer ziehen. Ich kann auch zu Ihnen in die Kamera gucken, damit Sie dann das Gefühl haben, ich blicke Sie an. Das macht vielleicht auch ganz gut Sinn. Also ich mache es jetzt wieder klein. Das sind alles Dinge, die kann man ziemlich einfach bedienen hier am Bildschirm. Wenn Sie dafür ausführliche Tutorials brauchen, suchen Sie sich die raus im Internet. Das gibt da Tausende. Ja? Also, diese Empfehlung jetzt erstmal vorab. OBS Studio installieren. Wenn man das OBS Studio installiert hat, dann bekommt man ein kleines Fenster nach dem Starten, in dem man mehrere Szenen abbilden kann, in dem man mehrere Quellen abbilden kann, in dem man mehrere Audio-Streams mixen kann. Man kann die Szenenübergänge gestalten und so weiter und so fort. Ich würde mal sagen, für den Anfang lassen Sie es einfach eingestellt, wie es ist und konzentrieren sich einfach auf die Quellen. Das, was dort interessant ist, sind zumeist die Browserfenster, weil so eins habe ich jetzt hier gerade auf. Open Broadcaster Software. Das heißt, man muss in dieses Quellenfensterchen hinein, in dem großen Fenster. Und wenn man dort auf das Pluszeichen drückt, dann kann man dort zum Beispiel eine Fensteraufnahme hinzufügen. In der Regel wird das aufgemachte Browserfenster dann auch sofort übernommen und angezeigt, sodass man das dann nutzen kann für die eigene Präsentation. Wenn man das eigene Bild jetzt auch noch mit hineinnehmen möchte, ne, wie ich das jetzt hier gemacht habe, dann nimmt man eine Videoaufnahme hinzu und kann dann auf die Art und Weise die Webcam dort
zum Beispiel hinzufügen. Ja, so, mache ich ihn wieder klein, in die Ecke. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass ich ein anderes Bildchen hier in die Anzeige bekomme. Wenn Sie jetzt etwas zeigen wollen, machen Sie einen neuen Tab auf oder bereiten Sie ihn am besten schon vorher vor, dass der hier geöffnet ist. Einen neuen Tab kriegt man ja immer hinzu, wenn man hier oben auf das Pluszeichen zum Beispiel klickt im Firefox-Browser. Ich habe hier schon einen vorbereitet. Ich nehme ganz gern für Präsentationszwecke immer Inhalte zu aktuellen Themen. Wir begeistern uns gerade alle sehr für unsere Gesundheit. Hier gibt es zum Beispiel dann ein Video von Ulrike von Aufschneider. Welche Lebensmittel sind gut für unsere Gesundheit? Mal schauen, was passiert, wenn ich das jetzt hier einfach anstarte, ob das denn sofort hier aufgenommen wird. Also, auf die Art und Weise kann ich jetzt Videos zeigen und kommentieren. Ja? Ich kann das jetzt auch groß machen hier. So, das Video ist jetzt Fullscreen bei mir auf dem Desktop angezeigt. Da funktioniert es. Jetzt ist natürlich die Frage, was mit dem Ton passiert. Weil der Ton kommt zum einen hier aus meinem Lautsprecher und wird dann gleich wieder vom Mikro aufgenommen, in das ich hineinspreche. Dadurch könnten sich jetzt ungünstige Effekte ergeben. All solche Dinge muss man sich dann mal im Laufe der Zeit kümmern. Aber wir müssen ja nicht perfekt anfangen, sondern wir müssen erstmal die Software ausprobieren. Und Fehler sind erlaubt. Also. So, ich habe gerade wieder den Aufnahme-Starten-Button geklickt in meinem Open Broadcaster und das Video wird jetzt wieder so aufgenommen, wie ich das hier vor mir auf dem Bildschirm sehe, mit mir in einem kleinen Ausschnitt unten rechts in der Ecke. Das Shotcut-Programm ist ein Schnittprogramm. Ein Schnittprogramm ist dazu da, um die kleinen Teilchen, die ich jetzt erzeugt habe, die kleinen Videos, die kleinen Aufnahmen, zusammenzubasteln zu einem großen Video. Wie mache ich das? Diese kleinen Videos, die liegen jetzt bei Ihnen zum Beispiel auf dem Desktop oder in einem Ordner, wo auch immer. Den mache ich auf. Ich habe jetzt mein Shotcut-Programm ein bisschen kleiner gemacht als den Desktop, das so ein bisschen auf die linke Seite rübergeschoben. Auf der rechten Seite habe ich jetzt den Explorer mit meinen Schnipseln, Videoschnipseln, also den kleinen Aufnahmen, die der Open Broadcaster eben für mich erzeugt hat. Und die möchte ich jetzt zusammenbasteln in meinem Schnittprogramm Shotcut. Ich ziehe jetzt also den ersten Schnipsel hier rüber. Und so sieht es dann aus. Als erstes, das Video läuft sofort los. Damit kann ich noch nicht viel anfangen. Das heißt eigentlich nichts anderes wie, es ist jetzt bekannt in meiner Videoschnittsoftware. Ich kann es jetzt in die Timeline übernehmen, indem ich das einfach jetzt hier oben anklicke und runterziehe in diesen freien Bereich. Das ist die Timeline. Ja, das Video, was ich jetzt hier selektiert habe, scheint schon ein bisschen größer zu sein. Deswegen werde ich jetzt mal hier an dem Regler oben ein bisschen regeln, dass das ganze Ding hier in einer Größe auf dem Desktop erscheint, dass ich auch noch weitere Aufnahmen hinzufügen kann. Ja, also das, was jetzt natürlich wichtig ist, ist, dass ich aus diesem Video die Teile rausschneide, die ich wirklich sehen möchte. Das heißt, dazu lasse ich das laufen, zum Beispiel hier einfach auf die Play-Taste drücken oder auf die Space-Taste drücken, dann läuft es los. Gehen wir auf folgende Seite. Und jetzt könnte ich sagen, OBS okay, Project. Das ist jetzt der Anfang und da gibt es hier so ein Schnitt-Symbol. Da klicke ich einmal drauf und dann habe ich hier einen Schnitt gesetzt. Ja, jetzt sind also aus diesem Teil sind jetzt zwei geworden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den ersten nicht brauche, könnte ich den einfach wegmachen. Das, was jetzt passiert, ist,
Ich habe jetzt hier viel Space hier vorne, die brauche ich natürlich nicht. Wenn ich jetzt ein komplettes Video mir erstellen möchte, werde ich diesen Freiraum einfach entfernen. Dazu klicke ich hier mit der rechten Maustaste rein, sage entfernen und schon ist dieser Teil weg. Jetzt selektiere ich mein Fenster, in dem ich meine ganzen kleinen Videos habe und ziehe den zweiten Teil rein. So, wieder hier nach oben. Es wird hier sofort angezeigt, es läuft so los. Ich drücke hier einfach mal die Pause-Taste und dann nehme ich dieses und ziehe es auch in die Timeline. Und zwar ist es direkt jetzt hinter dem ersten Video. Und ich kann zwischen den beiden Videos die Pause auch entfernen. Also das wäre jetzt so der Vorgang, der sich anschließt an das Wegschnippeln der Teile, die ich nicht brauche. Und so kommt dann jetzt hier nach und nach ein Video bei heraus, in dem ein Teil nach dem nächsten durchläuft. Und wenn ich jetzt diese ganzen drei Dinge einfach zusammenbasteln möchte, dann sage ich hier exportieren, Datei exportieren. Da schlägt mir jetzt hier einfach was vor, wo ich das Zeugs hier abspeichern kann. Und das kann ich jetzt meinetwegen so machen oder auch nicht. Ich sage jetzt hier mal abbrechen. Weil diese Exports, die dauern auch ein bisschen, bis sie dann durchgelaufen sind. Und nun gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also, was haben wir heute kennengelernt? Zwei Programme, OBS und Shotcut. Wenn ich diese beiden zusammen benutze, muss ich nicht einen einzigen Euro ausgeben. Die laufen auf den meisten Plattformen und sind super. Ich arbeite eigentlich nur mit freier Software und ausschließlich. Das heißt, was wir in Zukunft in den Schulen wahrscheinlich vorzugsweise brauchen, sind IT-Berater, die uns diese Tools vorstellen als Kollegium, die uns fit machen, dass wir solche eine Software benutzen können. Und ja, also sowohl OBS als auch Shotcut haben eine Fülle von Funktionen, die man erstmal lernen muss. Das kriegt man nicht geschenkt. Das sind umfangreiche Fortbildungen und die sollten jetzt eigentlich starten in den Schulen, damit wir in Zukunft als Lehrer fit sind, unsere Inhalte auch online zu streamen, in Form von Videos irgendwo abzulegen, zu speichern, auszutauschen. Und ja, wenn man es vernünftig macht, dann kann man natürlich auch Lehrinhalte, gemeinsame Lehrinhalte untereinander aufteilen, austauschen und sich ein bisschen Arbeit sparen. Und das Schönste an all dem ist, man kann diese Dinge dann auch wiederverwenden. Okay, ich will jetzt nicht weiter schwafeln hier, das reicht für heute. Tschüss.